Die Bibel ist ohne jeden Zweifel das einflussreichste Buch der Menschheitsgeschichte. Heute wird sie von vielen als unzuverlässig, voller Aberglauben und bestenfalls nicht ganz ernst genommen abgetan. Doch wenn dieses Buch wirklich das ist, was es zu sein behauptet, nämlich das Wort Gottes, dann gibt es kein Buch auf der Welt, das Sie ernster nehmen sollten. Begleiten Sie mich in dieser Folge von der Welt von morgen, in der wir 5 Mythen über die Bibel entlarven. Seien Sie gegrüßt und willkommen bei der Welt von morgen, wo wir Ihnen helfen, Ihre Welt durch die Seiten der Bibel zu verstehen. Heute werden wir 5 Mythen über Gottes Wort, die Heilige Bibel, entlarven und zeigen, dass sie kaum mehr als Hirngespinste sind, die von denen verbreitet werden, die nicht wissen wollen, was Gott über die Welt und ihr Leben zu sagen hat. Die erste Behauptung ist, dass die Bibel historisch unzuverlässig ist. Viele behaupten, die Bibel sei voll von Mythen und erfundenen Geschichten, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Immer wieder, wenn sich Historiker mit der Bibel streiten, geht der Kampf zugunsten der Bibel aus. So glaubten beispielsweise viele skeptische Historiker, dass die Hethiter ein fiktives Königreich aus alttestamentarischen Geschichten waren, bis sie das Reich genau so entdeckten, wie es in der Bibel beschrieben wird. Im 19. Jahrhundert wurde die gesamte Hauptstadt des hethitischen Volkes entdeckt, zusammen mit ihrem königlichen Archiv, das Tausende von alten Aufzeichnungen über ihr riesiges Reich enthielt. Die Kritiker machten sich über die Bibel lustig, bis sie bei all ihren Nachforschungen von der wahren Geschichte eines Besseren belehrt wurden und die Bibel bestätigen. Dies ist das Muster. Skeptiker zweifeln die Bibel an und werden eines Besseren belehrt. Wir haben nicht annähernd genug Zeit, um die zahllosen Beweise aufzuzählen, die die Archäologie für die Glaubwürdigkeit der Bibel erbracht hat. Aber lassen Sie uns ein paar davon aufzählen. Es werden immer wieder archäologische Beweise für wichtige Personen in der Bibel gefunden. Figuren des Alten Testaments wie König Hiskia, König Ahas und die berüchtigte Königin Isabel, sowie Figuren des Neuen Testaments wie Pontius Pilatus und der Hohepriester Kaiphas tauchen in verschiedenen Artefakten oder alten Aufzeichnungen auf, wenn Historiker weiter in die Vergangenheit vordringen. Der biblische König David galt lange Zeit als Mythos, wie der englische König Artus, bis bei Ausgrabungen in der antiken Stadt Dan eine aramäische Steininschrift entdeckt wurde, die sich auf den König aus dem Hause David bezieht. Eine meiner Lieblingsentdeckungen bezieht sich nicht auf eine berühmte Person. Im Jahr 2007 untersuchte ein Archäologieprofessor aus Wien ein kleines, 25 Jahrhunderte altes Tonfragment aus dem alten Babylon, bei dem es sich im Wesentlichen um eine Quittung für eine Zahlung an einen Sonnenanbetungstempel handelte. In antiker Keilschrift trug es den Namen Nebosarsochim, einen Häuptling der Eunuchen. Nun, wen interessiert das? Nun, dieselbe Person wird an derselben Stelle im biblischen Buch Jeremia erwähnt. Und denken Sie darüber nach. Das ist keine berühmte Person. Wäre die Bibel voller Fiktion, wäre es vielleicht einfacher, die Namen berühmter Personen richtig zu schreiben. Aber die Namen der nicht berühmten Personen richtig zu schreiben, wäre auch bemerkenswert. Es ist nie klug, gegen die Bibel zu wetten, wenn es um die Geschichte geht. Wer sich über die Bibel lustig macht, wird irgendwann von den Fakten verspottet. Wenden wir uns also unserem zweiten Mythos zu. Dieser Mythos behauptet, dass der Text der Bibel im Laufe der Jahrhunderte drastisch verändert wurde. Ich habe ein gewisses Verständnis für diejenigen, die das glauben, ohne es zu recherchieren. Schließlich ist die Bibel eine Sammlung von Büchern, von denen das jüngste vor fast 2000 Jahren geschrieben wurde und das älteste tausende von Jahren davor. Da es noch keine digitalen Festplatten oder Fotokopierer gab, mussten die Worte der Bibel Jahrhundert für Jahrhundert in akribischer Handarbeit von einem Dokument zum anderen kopiert werden. Wie sollte es auch nur im Entferntesten möglich sein, dass der Text originalgetreu erhalten wurde? Ein unvoreingenommener Blick auf die Beweise zeigt jedoch, dass genau dies der Fall war. Bevor beispielsweise die berühmten Schriftrollen vom Toten Meer in den späten 40er und frühen 50er Jahren entdeckt wurden, wurde die älteste Abschrift des Buches Jesaja nur auf ein Jahrtausend nach Christus zurückdatiert.
Die Entdeckung von Schriftrollen mit dem Text von Jesaja unter den Schriftrollen vom Toten Meer, einschließlich einer fast vollständigen Abschrift des Buches, verlagerte dieses Datum um ein ganzes Jahrtausend oder mehr auf das Jahrhundert vor Christus. Und der Grad der Genauigkeit und der Überlieferung über diese mehr als 1000 Jahre hinweg war bemerkenswert. In Römer 3, Vers 2 stellt der Apostel Paulus fest, dass Gott die Überlieferung des Alten Testaments den Juden anvertraut hat und dass ihre Traditionen des akribischen Abschreibens der Texte uns gute Dienste geleistet haben. Indem sie die Wörter in jedem Buch zählten, die Vorkommen jedes Buchstabens in jedem Buch zählten und andere unheimlich detaillierte Überprüfungen durchführten, waren ihre Traditionen dazu bestimmt, die Genauigkeit der Worte von Pergament zu Pergament mit der Sorgfalt und Hingabe zu gewährleisten, die das Wort Gottes verdient. Und was ist mit dem Neuen Testament? Die Beweise sind eindeutig, dass auch dieses getreue Aufzeichnungen enthält, die über die Jahrhunderte hinweg weitergegeben wurde. Selbst Fragmente wie der Papyrus aus der Rheinlandsbibliothek, der ein Fragment des Johannesevangeliums enthält und nur 50 Jahre nach der ursprünglichen Abfassung dieses Evangeliums datiert wurde, bestätigen, wie gut der Text überliefert wurde. Ja, es sind Fehler und Irrtümer aufgetreten. Dennoch gibt es für das Neue Testament mehr Manuskriptnachweise als für jedes andere antike Dokument. Und innerhalb dieser riesigen Sammlung von Kopien wird die Tatsache deutlich, dass die ursprüngliche Botschaft laut und deutlich in unsere Zeit übertragen wurde. Selbst Kritiker der Bibel geben diese Tatsache zu. So räumt der bekannte Bibelwissenschaftler, Kritiker und Skeptiker Bart Ehrmann ein. Von den Hunderttausenden von Textänderungen, die in unseren neutestamentlichen Handschriften zu finden sind, sind die meisten zwar völlig unbedeutend, unwesentlich und von keiner wirklichen Bedeutung, außer dass sie zeigen, dass die Schreiber nicht besser buchstabieren oder sich besser konzentrieren konnten als der Rest von uns. Die große Zahl der Handschriften zeigt, dass sich die ursprüngliche Botschaft des Neuen Testaments und die Lehren Jesu Christi im Laufe von 2000 Jahren nicht dramatisch verändert haben, sondern weiterhin unbeschadet durch die Zeit scheinen. Das sollte uns nicht im geringsten überraschen. Wie Jesus selbst in seiner berühmten Ölberg-Prophezeiung erklärte, werden Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte werden keineswegs vergehen. Also nein, der Text der Bibel wurde im Laufe der Jahrhunderte nicht dramatisch verändert. Vielmehr ist er auf wundersame Weise erhalten geblieben. Mythos Nummer 3 ist, dass die Bibel von der römisch-katholischen Kirche zusammengestellt wurde. Diese Behauptung wird oft von Personen aufgestellt, die behaupten, die römisch-katholische Kirche habe die Bücher, die in die Bibel aufgenommen werden sollten, aus politischen Gründen ausgewählt, um gegenteilige Ideen oder unerwünschte Versionen des Glaubens zu unterdrücken. Diese Behauptung ist jedoch eine unbegründete Fantasie. Erstens ist klar, dass die 66 Bücher der Bibel als heilige Schriften anerkannt wurden, lange bevor irgendein römisch-katholisches Konzil den Anspruch erheben konnte, sie offiziell zu machen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus aus dem 1. Jahrhundert schrieb über das Alte Testament und die Juden seiner Zeit und der Zeit Jesu. Denn wir haben nicht eine unzählige Menge von Büchern bei uns, die voneinander abweichen und einander widersprechen, wie die Griechen, sondern nur 22 Bücher, welche die Aufzeichnungen aller vergangenen Zeiten enthalten, die mit Recht für göttlich gehalten werden. Einige dieser 22 Bücher wurden später in mehrere Teile aufgeteilt, wie die erste und zweite Chronik, Esra und Nehemia sowie die 12 kleinen Propheten. Sie machen die 39 Bücher der meisten modernen Alten Testamente aus. Was die 27 Bücher des Neuen Testaments betrifft, die alle von den Aposteln und Jüngern des ersten Jahrhunderts geschrieben wurden und mit dem Buch der Offenbarung abschließen, so ist das Zeugnis für ihre Echtheit uralt. Spätere Konzile der verschiedenen Versionen des Christentums konnten nur die Bücher anerkennen, die bereits anerkannt waren und nicht widerlegt werden konnten. Wie mein ehemaliger Pastor John Ogwin zu sagen pflegte, ist einer der besten Beweise dafür, dass die römisch-katholische Kirche nicht über den Kanon des Neuen Testaments entschieden hat, dass sie niemals so viele Bücher anerkannt hätte, die ihren Lehren direkt widersprechen. Und die Bibel selbst enthält Beweise dafür, dass die Autoren des Neuen Testaments wussten, dass sie das Wort Gottes sammelten. Der Apostel Petrus beispielsweise bezog sich auf die Briefe des Paulus als Schrift und sagte seinen eigenen Lesern im 2. Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 15:
Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Ein sorgfältiger Blick auf die Geschichte der Bibel und ihre eigenen internen Beweise zeigt, dass ihre Bücher festgelegt wurden, lange bevor ein römisch-katholisches Konzil jemals über irgendetwas zusammenkam. Unser nächster Mythos ist ein besonders beliebter Mythos. Dieser Mythos behauptet, die Bibel sei rassistisch und frauenfeindlich. Auch diese Behauptungen haben nichts mit der Realität zu tun. In diesen Fragen ist die Bibel mehr als eindeutig. Schlagen Sie in Kolosser Kapitel 3, Vers 11 nach. Dort sehen Sie die Lehre der Bibel so klar wie der Tag. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Für viele Menschen im ersten Jahrhundert war die Vorstellung, dass Juden und Griechen vor Gott als gleichwertig angesehen werden könnten, ein Skandal. Doch die Worte der Bibel sind eindeutig. Die darin beschriebene Erlösung steht allen offen, unabhängig von Rasse, Stamm, Nationalität oder ethnischer Zugehörigkeit. In dem Jahr, in dem William Wilberforce seinen berühmten Brief über die Abschaffung des Sklavenhandels veröffentlichte, der eine so entscheidende Rolle bei der Beendigung dieser schrecklichen Praxis im Westen spielte, zitierte er diese Stelle im Kolosserbrief sowie andere in der Apostelgeschichte, den Evangelien und anderen Stellen, um seine Behauptung zu untermauern. Die Bibel ist weit davon entfernt, rassistisch zu sein und bietet das einzige sichere Zeugnis für das göttliche Potenzial jedes Menschen, unabhängig von seiner Rasse. Was die Vorstellung angeht, die Bibel sei irgendwie frauenfeindlich, so hat man diese abscheuliche Lüge schon viel zu lange zugelassen. In einer ähnlichen Passage wie im Kolosserbrief schrieb der Apostel Paulus im 3. Kapitel des Galaterbriefs in Vers 28: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In Gottes Augen haben Männer und Frauen das gleiche Potenzial, seine Kinder in seinem Reich zu werden. Der Apostel Petrus schrieb sogar, dass Männer und Frauen gemeinsam Erben der Gnade des Lebens sind. Woher kommen also solche Lügen, dass die Bibel frauenfeindlich sei? Einige beruhen auf einem Missverständnis von Gottes Gesetzen, Satzungen und Rechtsordnungen im Alten Testament. Ankläger, die die Bibel in Misskredit bringen wollen, versäumen es anzuerkennen, wie die Gesetze Gottes Frauen vor Schaden und Missbrauch schützten, von Männern verlangten, sie mit Würde zu behandeln und nicht wie Eigentum, wie es so viele alte Kulturen taten, und anerkannten, dass Frauen wie Männer nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Das Alte Testament ist nicht nur die Geschichte von Gottes Wirken mit den Männern in der Welt, sondern enthält auch die Geschichten mutiger Frauen, die Gott benutzt und inspiriert hat, wie Sarah, Deborah, Ruth und Esther. Es stimmt, dass die Bibel lehrt, dass Männer und Frauen unterschiedliche, aber sich ergänzende Rollen haben, zum Beispiel in der traditionellen Familie. Und es stimmt, dass viele moderne feministische Gelehrte die Ehe und das Familienleben als bloße Werkzeuge darstellen, um sie von Zufriedenheit und Glück fernzuhalten. Aber ist das wahr? Der Forschung zufolge nicht. Wie Brad Wilcox und Elise Illisch, Professor für Soziologie an der University of Virginia beziehungsweise Herausgeber der Zeitschrift Family Studies, in einem im Oktober dieses Jahres in Newsweek erschienenen Artikel berichteten, sind verheiratete Mütter finanziell wohlhabender und eher mit ihrem Leben zufrieden als kinderlose, alleinstehende Frauen, die im Vergleich zu verheirateten Müttern etwa 60% häufiger über Gefühle der Einsamkeit berichten. Die Autoren kommen zu dem Schluss: Wenn Sie also eine glückliche, wohlhabende Frau sein wollen, hören Sie nicht auf das von unserer herrschenden Klasse verkündete Ich zuerst Evangelium, das Sie ermutigt, die Ehe hinauszuzögern oder sogar ganz zu verwerfen. Seien Sie stattdessen offen für die Gaben von Ehe und Kindern und suchen Sie nach Möglichkeiten, das Familienleben als wichtigen Teil eines reichhaltigen und sinnvollen Lebens zu begreifen. Darin liegt der bessere Weg zu einer wohlhabenderen und glücklicheren Zukunft für die Frauen von heute. Die traditionelle Familie, die den Frauen in der Bibel empfohlen wird, macht die Frauen glücklicher, zufriedener und finanziell sicherer als die familienfeindliche Einstellung unserer Kultur. Wenn Sie also frauenfeindliche Einstellungen suchen,
sollten sie sich in Hollywood oder an modernen Universitäten umsehen, aber sie werden sie nicht in der Bibel finden. Bis jetzt haben wir 4 Mythen über die Bibel untersucht und entlarvt. Die Bibel ist historisch ungenau. Stattdessen haben wir gezeigt, dass sie äußerst zuverlässig ist. Die Bibel wurde im Laufe der Jahrhunderte radikal verändert. Stattdessen haben wir gezeigt, dass sie erstaunlich gut erhalten geblieben ist. Die Bibel wurde von der römisch-katholischen Kirche zusammengestellt. Stattdessen haben wir gezeigt, dass der Kanon schon lange vorher festgelegt wurde. Und die Bibel ist rassistisch und frauenfeindlich. Stattdessen haben wir gezeigt, dass Gott alle Rassen annimmt und die in der Bibel offenbarten Gesetze Gottes Frauen schützen und ehren. Bei der Erörterung dieses letzten Mythos haben wir sogar ein wichtiges Element erwähnt, das mit dem letzten Mythos zusammenhängt, den wir heute entlarven werden. Ja, viele machen sich gerne über die Bibel lustig und behaupten, sie sei nichts weiter als ein Text, der von Ziegenhirten aus der Bronzezeit geschrieben wurde und voller ignoranter, veralteter Ideen steckt, die in unserer modernen Welt einfach nicht mehr gelten. Aber wir haben bereits ein Beispiel gesehen, in dem die Bibel unserer modernen Welt voraus ist. Es ist die Anleitung zur Struktur der Familie und der Weg zu einem glücklichen und erfüllten Frausein. Ganz gleich, wie sehr unsere Gesellschaft versucht, der Menschheit neue, von Menschen geschaffene Werte aufzuzwingen. Die tiefen Sehnsüchte unseres Herzens stehen immer noch im Einklang mit den Plänen unseres Schöpfers. Es ist kein Zufall, dass Frauen, die versuchen, ihr Leben nach den Lebensmustern auszurichten, die in den Gesetzen Gottes und den Lehren Jesu Christi und seiner Jünger, wie sie in seinem Wort aufgezeichnet sind, offenbart wurden, im Allgemeinen am glücklichsten sind. Denn die Bibel wurde vom Designer und Schöpfer der Menschheit inspiriert. Er weiß, wie wir ticken, wie unser Verstand und unser Herz funktionieren und wie wir für den Umgang miteinander geschaffen wurden. Vieles von dem Leid, das wir in unseren modernen Beziehungen, in zerrütteten Familien, in den wachsenden Epidemien von Traurigkeit und Depression und in den Spannungen in der Gesellschaft sehen, wird auf den Seiten der Bibel direkt angesprochen. Auf den Seiten der Heiligen Schrift finden Sie inspirierte Anweisungen des allmächtigen, allwissenden Schöpfers des Lebens, wie man eine glückliche, freudige Ehe führt, wie man gute Kinder erzieht und ihnen ein Fundament für ihre Zukunft gibt, wie man mit seinen Kollegen, seinem Chef und seinen Angestellten umgeht, wie man in schwierigen Zeiten optimistisch, friedlich und sogar dankbar ist, wie man mit denen umgeht, die anderer Meinung sind als man selbst und sogar, wie man diejenigen liebt und toleriert, die einen hassen und einem Böses wünschen. Welche dieser Lebensbereiche treffen nicht mehr zu? Und immer wieder lehrt uns die Erfahrung, dass die Grundsätze der Bibel funktionieren. Unter denen, die die Worte der Bibel verfasst haben, finden sich nicht nur Ziegenhirten, sondern Menschen aus allen Lebensbereichen. Könige, Bürgerliche, Gelehrte, Arbeiter, Statthalter, Fischer, sogar ein Arzt und ein Zöllner. Aber all ihre Worte wurden von dem Gott der Schöpfung inspiriert, der das Leben selbst geschaffen hat, der uns liebt, dessen Charakter der Gipfel dessen ist, was gut und richtig ist, und der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben können. Ehrlich gesagt, gibt es kein Buch auf der Welt, das aktueller ist als die Bibel. Und mehr noch, obwohl ihre Seiten vor Tausenden von Jahren geschrieben wurden, ist der Gott, der ihre Worte inspiriert hat, derjenige, der die vor uns liegenden Tage noch klarer sah, als wir sie jetzt ohne ihn sehen. Wie der ewige und ewig lebende Autor der Bibel in Jesaja 46 erklärt: Gedenkt des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Wahrlich, die Zukunft ist in den Gedanken Gottes bereits Realität. Verglichen mit seinem Verständnis von heute und morgen sind wir diejenigen, die nicht auf dem Laufenden sind. Deshalb sagen wir hier bei der Welt von morgen, dass es unser Ziel ist, Ihnen zu helfen,
ihre Welt durch die Seiten der Bibel zu verstehen. Denn die Bibel ist der Geist Gottes in gedruckter Form und nur innerhalb ihrer inspirierten Seiten wird ihre Welt jemals wirklich einen Sinn ergeben. Die Grundsätze, Verheißungen und Prophezeiungen der Bibel vermitteln denjenigen, die in ihrem Licht leben, ein umfassendes Verständnis des modernen Lebens und der Art und Weise, wie es zu leben ist, ja sogar des Sinns des Lebens selbst. Und dieses Verständnis werden sie nirgendwo anders finden. Die Vorstellung also, dass die Bibel veraltet und für das moderne Leben irrelevant ist? Ein törichter Mythos, wenn es je einen gab. Die Mythen, die wir heute entlarvt haben und viele andere, die ihnen ähneln, werden oft von denen in die Welt gesetzt, die versuchen, Gottes Wort zu diskreditieren. Manchmal werden sie töricht von denen verbreitet, die es besser wissen sollten. Und manchmal werden sie in Unwissenheit von Menschen behauptet, die einfach nur das wiederholen, was sie gehört haben, ohne sich die Zeit zu nehmen, selbst zu recherchieren und zu lernen. Solche Menschen haben solche Behauptungen seit Jahrhunderten aufgestellt. Und während sie das ausschweifende Leben gelebt haben, das daraus resultiert, dass sie die Worte des Lebens ignorieren und dann gestorben sind, wie alle Menschen es tun, hat die Bibel sie alle überdauert und ist geblieben. Unerschütterlich, unveränderlich, Jahrhundert für Jahrhundert, Generation für Generation hat Gottes Wort Bestand. Jesus Christus sagte uns, dass seine Lehren, so wie sie in der Bibel aufgezeichnet sind, alle ihre Verleumder überdauern würden. Wiederum sehen wir seine prophetische Verheißung, die seit 2000 Jahren auf uns wartet, in Matthäus, Kapitel 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Verheißung wird auf den Seiten der Heiligen Schrift dreimal erwähnt. Es hat sich in den letzten 20 Jahrhunderten bewahrheitet und es wird für alle Zeiten wahr bleiben. Kann etwas Ähnliches von irgendeinem Werk gesagt werden, das die Menschheit je geschaffen hat? Gibt es ein anderes Buch, dessen Worte für die Ewigkeit gelten oder dessen Worte uns mit der Ewigkeit in Kontakt bringen können? Gibt es also ein anderes Buch, das es mehr wert ist, dass wir uns die Zeit nehmen, es kennenzulernen und zu verstehen? Ich hoffe, dass die heutige Folge Sie anspornt, tief in das Wort Gottes einzutauchen, es zu öffnen, es neu zu schätzen und es als das zu verstehen, was es ist. Ein Geschenk Ihres Schöpfers, das Worte des Lebens enthält. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir alle hier bei der Welt von Morgen arbeiten hart daran, Ihnen zu helfen, Ihre Welt durch die Seiten Ihrer Bibel wirklich zu verstehen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link für die Bibel Fakt oder Fiktion. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, hoffen wir, dass Sie ihn abonnieren werden. Und wenn Sie benachrichtigt werden möchten, wenn wir mehr machen, klicken Sie einfach auf die Glocke. Herzlichen Dank.